Große Vorfreude auf den Lamberts Nationenpreis. Der Dressur-Dreikampf zwischen Deutschland, Dänemark und Großbritannien hält, was er versprochen hat. Der Grand Prix um den Preis der Familie Tesch als erste Wertungsprüfung für die Mannschaft zieht die Zuschauer im Deutsche Bank Stadion in ihren Bann. Isabel Werth liegt mit ihrem Hengst Qantas gut vor. Qantas ging wirklich eine sehr schöne, harmonische, routinierte Runde. Nicht das letzte Risiko, aber ohne Fehler und ich bin super happy. Frederik Wandris mit seinem Wallach Bluetooth zieht noch besser nach und sogar an Isabel Werth vorbei. Das ist die absolute Weltspitze, ist klar. Bluetooth tastet sich da jetzt gerade ran, aber ich glaube, wir haben schon einen kleinen bleibenden Eindruck hinterlassen und mal gucken, wie das weitergeht. Doch Großbritannien bleibt dran. Die dreimalige Olympiasiegerin Charlotte Dujardin ist nach der Babypause zurück. Auf ihrem Wallach Imhotep katapultiert sie sich mit fast 80% zwischenzeitlich auf Platz 1 in der Einzelwertung. Ich war 9 Monate raus, aber das war ein tolles Comeback hier. Ich bin absolut glücklich. Auch Doppelweltmeisterin Charlotte Fry und ihr Hengst Everdale überzeugen die Wertungsrichter. 78% bedeuten zunächst Platz 2 in der Einzelwertung und die Führung für Großbritannien im Teamklassement. Doch dann kommt Dallera. Elegant tanzt die Stute von Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl durch das Dressurviereck. Der Lehrer war aber unfassbar gut bei mir von der ersten Sekunde, wo ich hier auf den Platz gekommen bin, auf dem Abreiteplatz, bis zum letzten Halten, wo sie auch trotz dieses tosenden Applauses einfach stillgestanden hat. Und dafür bin ich sehr dankbar. Mit über 82% gewinnen Jessica von Bredow-Werndl und Dallera den Grand Prix beim CHIO und schieben auch die deutsche Dressur-Equipe zur Halbzeit in der Teamwertung auf den ersten Rang. Die dänische Equipe und Großbritannien sind nach dem heutigen Wettbewerb im Gesamtklassement fast punktgleich. Weitermachen und weiter vollziehen, dann sieht's nicht schlecht aus, ne? Am Samstag geht der Lamberts Nationenpreis in die zweite Runde. Beim Grand Prix Special werden dann auch wieder Einzelmedaillen vergeben.